So wenig viel Hexenwerk ist es nicht. Ja, okay. Nachdem ich, glaube ich, vor 3-4 Monaten schon mal euch mit Zeug über Zielcache erzählt habe, erzähle ich euch heute was über ICC. Sinn und Zweck der Sache ist immer noch das gleiche. Ich arbeite in einer Bude, die irgendwie Software für Automobilfilm herstellt und da wartet man teilweise bis zu 2 Stunden, wenn man auf und unser Management ist der Meinung, alle Leute sollen irgendwie mit Windows und Developer VMs arbeiten, was dazu führt, dass man bis zu 2 Stunden auf ein fertiges Kompilat arbeitet. Die Arbeitsgruppe, zu der ich gehöre, ist da hauptsächlich in der Theorie dafür da, unseren Kollegen das Leben einfacher zu machen, sprich, wenn man uns überlegt, geht da nicht was. Wir haben das erst mit Zielcache gemacht und mittlerweile auch mit ICC, genau. Also das ist heute das Thema. Wie kriegt man irgendwie C++-Code, C-Code und Objective-C-Code? Wie kann man damit sowas Ähnliches machen, wie mit die NASA mit CT-Atom, sprich andere Ressourcen von anderen Rechnern nutzen, die sonst nicht gebraucht werden. Genau. Genau, Ausgangsbasis habe ich gerade schon erklärt. Große Probleme mit Projekten dauert, das nervt. Nicht geänderte Codebausteine müssen bei Änderungen unter Umständen mitgebaut werden, wenn man ein komisches Bildsystem hat. Spoiler haben wir. geteilte Codebasis wird unter Umständen mehrfach gebaut und Zcache hilft zwar etwas, kostet aber Speicherplatz und zum initialen Befüllen hat man trotzdem nur die Kerne des eigenen Rechners. Die Lösung dafür ist dann ICC oder IceCream. Die Idee ist, man lagert die Baujobs an andere Rechner aus. Es gibt dafür einen Wrapper um einen Compiler. Ursprünglich war das ein Fork von DistCC. Dazu komme ich in einen anderen Vortrag, den ich angedroht habe. IceCream läuft auf Linux, Mac OS X, FreeBSD und DragonflyBSD. Andere werden zumindest nicht offiziell unterstützt, weil gesagt wird, ja, wir brauchen irgendwelches Linux spezifisch Zeug, da brauchen wir eine entsprechende Emulation, die nicht überall vorhanden ist. Das war zumindest Stand von vor gefühlt 5 Jahren. Also das ist so das halbwegs aktuellste dazu, was man in deren GitHub-Issues findet. Genau, was er macht ist, was er außerdem unterstützt, ist C-Clunk und GCC. Man kann also beide Compiler nutzen. Was er macht, es gibt einen Scheduler, der kriegt Bauaufträge und die verteilt er an Knoten im Netzwerk. Das Präprozessieren und Linken passiert dabei lokal. Knoten können Client und Server sein oder auch nur Client, was unter Umständen durchaus praktisch sein kann, wenn man irgendwie eine ganz, keine Ahnung, auf die Idee kommt, sich irgendwie einen Raspberry Pi ins Netzwerk zu hängen. Genau, das ist quasi nochmal die Netzstruktur. Theoretisch kann es auch mehr als einen Scheduler geben, allerdings gibt es unter Umständen alte Clients, die damit nicht klarkommen. Deshalb reicht es normalerweise, einen zu haben. Der Scheduler kann übrigens tatsächlich auch ein Raspberry Pi sein, wenn man auf den kein Daemon laufen lässt. Das muss nicht zwingend ein Rechner sein, auf den auch irgendwie der Baudienst läuft. Genau, unter Debian das einzurichten ist relativ straightforward. Genau, man macht einmal apt-get install ICC, damit hat man jetzt nicht die neueste Version von GitHub, aber eine hinreichend neue. Dann muss man noch die Konfiguration einpacken. Das sollte man tun, weil wenn man der Meinung, man kann nämlich da sagen, dass der Netzwerkname standardmäßig benutzt, den Netzwerknamen IceCream. Das kann aber praktisch oder sinnvoll sein, den zu ändern, zum Beispiel auf Stratum Cluster, wenn man nämlich in einen VPN hängt und gerne auf die Weise vermeiden möchte, dass Leute auf die Idee kommen, einmal übers VPN Bauaufträge an das andere Ende der Welt zu schieben. Ich habe dazu was von Mozilla gefunden, die haben irgendwie so Büros, ich glaube in Toronto und irgendwo anders und deshalb haben sie halt in einem Netz, das sich irgendwie ICC Toronto nennt und ein anderes ICC sonst wo, was halt erfolgreich dafür sorgt, dass sie VPN benutzen können, aber die Leute trotzdem nicht auf die Idee kommen, einmal durchs halbe Internet ihre Bauaufträge zu schicken. Genau. Man kann dort auch noch dem Scheduler-Host angeben. Das erste bitte ignorieren, das ist aus meinem Zcache-Vortrag. Das lösche ich noch raus für die Stratum-Seite. Genau, was man dann machen kann, ist noch Symlinks anstellen, weil wieder der wichtige Punkt ist, ICC arbeitet auf 2 Weisen. Entweder indem es ein Symlink auf dem Compiler ist oder indem man sagt, ICC, Name des Compilers. Wenn man nun möchte, damit das klappt mit dem Symlink, muss dieser Symlink an der ersten Stelle des Pfades sein, also von Path. Und das wird halt üblicher, kann man dadurch erreichen, dass man halt sagt, okay, ich verlinke ICC nach User Local Bin, Name des Compilers. Auf den Scheduler-Host startet man den Scheduler, auf den Knoten der Reihe nach die Dienste oder wie auch
das ist die Vorgehensweise für Debian. Für andere Distributionen ist das diese Vorgehensweise passend anzupassen. Genau, und was man dann macht, genau, hier Aufruf des Clients halt entweder wieder über den Symlink oder als Präfix. Das mit dem Präfix bietet sich vor allen Dingen an, wenn man irgendwie das dem eigenen Build-System beibringen möchte. So, wenn man jetzt native Builds hat, weil man zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie gerne sich Kram aus Sourcen selbst kompiliert, theoretisch sagt ICC, okay, mir ist keine Toolchain bekannt, aber ich sehe, oh, jemand versucht gerade irgendwie Zeug mit GCC zu bauen, also baue ich mal mir eben schnell selber eine kleine Toolchain und schicke die dann über das Netzwerk an die anderen Rechner, damit die dann den passenden kompatiblen Binärcode erzeugen. Wenn man das Conks compilen möchte, behauptet die Dokumentation, dass das mittlerweile auch funktioniert, dass er dann automatisch erkennt, dass das irgendwie ein Compiler ist, den er noch nicht kennt. Wir haben das damit nicht drum experimentiert, sondern wir haben gesagt, nee, wir machen das so, wie das ursprünglich wie das eigentlich gedacht ist. Und zwar, indem man halt mit ICC ein paar mehrere Toolchains fürs Cross-Compilen erstellt. Die erste Schritt ist, dass man immer eine sogenannte native Toolchain erstellt. Das ist einfach die für den eigenen Rechner. Zur Erklärung, unsere Software läuft einmal als lustige Simulation auf einem Desktop-PC, zum anderen halt auf irgendwas Eingebetteten. Das haben nicht alle unsere Entwickler eine Target-Plattform verfügbar. Die wollen vielleicht trotzdem gucken, ob ihre Code-Änderung, die sowas wie eine Routenberechnung kaputt gemacht hat. Da wird dann irgendwie eine Datei erzeugt, mit wo irgendwie der Compiler und alles irgendwie drin ist, und die heißt irgendwie eine komische Hechsumme, .h.gz. Die schiebt man sich dann am besten an eine Stelle, wo man den Namen sich wiedererkennt. Für alles andere, zum Beispiel hier ARM64, gibt es dann wieder den Befehl ICC create env, bla bla, Name der Link, Pfad zum Compiler, zum C-Compiler, Pfad zum C++-Compiler. Kann man einmal für GCC, einmal für Clang machen. Damit kriegt man dann wieder unaussprechbare Dateinamen, die man dann wieder sich an eine Stelle schieben kann, die man sich merken kann. Und damit jetzt ICC diese Toolchains benutzt, muss man die Umgebungsvariable ICC-Version definieren. Die hat eine in meinen Augen extrem gruselige Syntax, nämlich ICC-Version gleich Native-Filename. Das steht für den eigenen Host. Komma, Plattform, Doppelpunkt, Cross-Compiler-File-Name gleich Target. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um zu verstehen, was sie eins damit sagen wollen, und bis ich irgendwann ein Beispiel gefunden habe, was ich irgendwie anfassen konnte, dann hat es plötzlich funktioniert. Mit Plattform ist die Plattform der Bildmaschine gemeint, zum Beispiel i386. Das soll wohl theoretisch dafür sorgen, dass man nicht irgendwie auf die Idee kommt, 64-Bit-Zeug zu einer 2-Bit-Zeug, Toolchain, die nur unter 64-Bit läuft, auf einen 32-Bit-Rechner zu schieben oder was auch immer. In der Praxis ist es halt eher egal. Cross-Compiler-File-Name ist halt der Pfad zu diesen unaussprechbaren Dateinamen oder wo auch immer man die sich umbenannt hat. Ganz wichtig, am Ende das Target ist etwas, woran er überhaupt erkennt, was der Compiler ist. Wenn ihr zum Beispiel einen Compiler hat, der irgendwie heißt a864-linux-gnu-gcc, steht das da drinnen, damit ICC merkt, okay, ich rufe gerade einen Compiler aus, der irgendwie so heißt, oh, ich gucke mal in meiner Umgebungsvariable, ob da irgendwo ein Eintrag für die Zahl, für den Kram vor -gcc ist, oh ja, da ist ja a864-linux-gnu, oh, da ist ja irgendwie diese Toolchain für definiert. Das ist, ich habe da eines der unaussprechlichen umbenannt. Wenn ICC irgendwie merkt, okay, habe ich, der Scheduler möchte das gerne an einen Knoten schieben, wo diese Toolchain noch nicht vorhanden ist, dann schiebt er dann die entsprechende, die er sich da aus dieser Umgebungsvariable rausnimmt, dann das Netzwerk auf den entsprechenden Knoten und dort passiert dann und werden dort erstmal gecached. Ich glaube, irgendwann werden die gelöscht, aber noch. Entweder wenn es halt bei Aktualisierung gibt oder wenn es halt irgendwie zu lange nicht benutzt wurde. Aber es sind auch keine sehr großen Dateien. Ich glaube so 10, 20 Megabyte. Also das Allernötigste, damit man den Kram irgendwie bauen und das Ergebnis wieder zurück durchs Netzwerk schieben kann, aber nicht viel mehr. Dann gibt es noch haufenweise andere Umgebungsvariablen, mit denen man das Verhalten ignorieren kann und die man jetzt vermutlich nicht sieht. Die in meinen Augen interessant sind, ist einmal neben ICC-Version
ICC Debug. Damit kann man ihm irgendwie sagen, dass er irgendwie verbose Ausgaben machen möchte. Es gibt die Möglichkeit, ihm zu sagen, dass er Kram in einen Logfile packen möchte. Ist vielleicht ganz praktisch, wenn das Bildsystem dazu neigt, die Standardausgabe zu überschreiben. Und sehr wichtig, in meinen Augen, ist der sogenannte Carré-Workaround. Zur Erklärung, wenn ihr irgendwie so, wer schon mal mit GCC oder G++ gearbeitet hat, wird wissen, dass wenn er irgendwie eine Warning oder einen Error schmeißt, er dann mit Carrés ausgibt, wo genau man da die Fehler, er zeigt einen dann irgendwie den problematischen Code an und hält darunter ein Carré, um zu sagen, ja genau, an der Stelle ist was schiefgelaufen. Das Problem ist, damit kann ICC nicht umgehen, weil ja der entfernte Rechtknoten nicht kein Terminal in dem Sinne hat, wo er irgendwie was tun kann, weshalb standardmäßig ICC wie folgt arbeitet. Wenn es sieht, oh, da ist irgendwo ein Carré in der Compiler-Ausgabe, ja, dann kompiliere ich das nochmal lokal, um dann den Entwickler trotzdem irgendwie das Carré anzeigen zu können, was für uns halt, und ich vermute auch für die meisten anderen Leute in der Praxis halt egal ist, weil wir haben ein eigenes Bildsystem und wir wollen die Ergebnisse nicht sehen, wir wollen, dass es möglichst schnell durchgebaut wird. Und wenn es einen Fehler gibt, dann können die Leute ja immer noch das Kompilieren von Hand starten und dann gucken, wo es kracht. Mit diesem ICC Caret Workaround sagt man ICC, dass er GCC sagen soll, dass er halt nicht diese Debug-Ausgaben so machen soll, sondern nur sagen soll, ja, in der und der Datei ist an der und der Zeile einen Fehler, schau dir das mal genauer an. Genau. Security, ja, ist praktisch nicht vorhanden. Die benutzt eine Firewall, dass man das vielleicht nicht in einem Netzwerk machen soll, wo man nicht unbedingt einen vertraut, sollte in der Lage sein. Sollte klar sein, erstens wird das ganze Kram, soll ich das überblicken kann, unverschlüsselt durch die Leitung gejagt. Und es gibt auch nichts irgendwie wie Authentifizierung. Man kann auch sich mit dem Scheduler per Telnet verbinden. Da kann man dann, gibt es diesen schönen Befehl blockcs, aber das taugt im Grunde nur, um irgendwelche alten Clients temporär, nämlich bis man den Scheduler neu startet, dann ist alles wieder auf Null, loszuwerden, bei denen man den Eindruck hat, dass sie irgendwie Stress machen. Und ehrlich gesagt halte ich dieses Feature für ein bisschen überflüssig, weil wenn man schon eine Firewall hat, bräuchte man eigentlich nicht noch irgendwie den Scheduler um das Zeug, um da möglicherweise freidrehende Clients loszuwerden. Genau. Monitoring. Ja, wenn man sich mal wissen möchte, was genau so auf dem Cluster passiert, gibt es einmal so eine nette Qt-GUI, die nennt sich Icemon. Da gibt es auch ein Debian-Paket für. Dem kann man halt entweder sagen, ja, bitte zeig mir mal das an, was in einem bestimmten Netzwerk passiert, in dem Fall im Netzwerk Stratum-Cluster, oder zeig mir an, was auf einem bestimmten Scheduler passiert. Das ist in dem Fall, habe ich mal ICC-Scheduler genommen. Aber es gibt auch eine Curses-GUI, die hat leider noch kein Debian-Paket. Allerdings ist die Installation via GitLab, GitHub, GitClone ziemlich straightforward. Und die macht im Grunde genau das Gleiche. Und jetzt schöne Bubbles. Das ist korrekt. Das wollte ich jetzt mal zeigen. Die haben nämlich auch beide so einen lustigen Simulationsmodus. Und da kann man dann zum Beispiel... Das ist so die Standardsache. Also das simuliert jetzt irgendwie ein Netzwerk mit irgendwie zig, 12, zig Hosts, die dann irgendwie so Kram hin und her schieben. Das Ding ist, man kann auch die View irgendwie umschalten, zum Beispiel zu einer Gantt-View, wo dann irgendwie zeigt, wann irgendwie welche Dateiname gemacht wird. Man kann auch irgendwie so ein sogenannte Detailed Hosting machen, das geht das halt so runter. Wenn man also gerne bunte, lustige Grafiken hat, geht das. Ein Kollege von mir überlegt noch, wie wir irgendwie auf unserem großen Fernseher, wo eigentlich irgendwie gerade der Status unseres CIs und so drin steht, ob wir das noch irgendwie per VNC oder Screenshot da irgendwie auch drauf gehen können, weil er das irgendwie cool finden würde, wenn die Leute dort live sehen könnten, wie unser Netzwerk ausschaut. Genau, das ist das eine, und das Curses-Tool hat nicht so schöne Bubbles, aber hat auch einen Simulationsmodus. War das noch? Ah ja, Simulate. Ja, das ist im Grunde dann nur so eine Host, wo ich glaube, das sieht man jetzt wirklich scheiße. Ich mache mal ein neues Terminal auf, -av. Ja, das ist besser. Nee, das ist nicht besser. Farben,
Schwarz. So. Ja, ich glaube, es ist etwas besser. Was halt passiert, man hat da so Hosts und kann da halt die dann halt mit so aufklappen und dann sieht man dort, was der jeweils gerade für Zeug am Kompilieren ist. Und wie viele Kerne überhaupt auf dem Host vorhanden sind, welchen Speed er hat. Also man kann, ja, that's it basically. Wieder zurück zur Präsentation. Mit aktueller Folie. Genau, das ist auch so ein lustiges Beispielnetzwerk. Genau, weil man kann sich jetzt natürlich fragen, hey, ist ja irgendwie cool, aber vielleicht möchte ich ja trotzdem die Möglichkeit haben, nicht jedes Mal alles neu zu kombinieren. Also kann ich das mit Zcash oder Ähnlichem kombinieren? Das geht. Zcash hat dafür so eine lustige Option, die nennt sich Präfix-Comment. Die kann man auch für Umgebungsvariable setzen. Wenn man irgendwie der Meinung ist, dass man vielleicht nicht immer irgendwie das Netzwerk haben möchte, kann man das dann per Präfix machen. Ansonsten kann man das auch dauerhaft in die Zcash-Config machen. Ein wichtiger Hinweis an der Sache, Shogun hat mir bei meinem letzten Vortrag zu Zcash gesagt, dass sie bei Bingotronics so beides ausprobiert hätten, also einmal mit Zcash, einmal ohne. Und zumindest bei ihnen das in der Praxis nichts gebracht hätte. Also bei ihren Benchmarks kam raus, dass sie unterm Strich davon nicht profitieren. Kann ich nicht bestätigen, dazu gleich mehr. Je nach Szenario unterschiedlich sinnvoll, inwieweit man viele SSDs hat oder nicht, so Zeugs halt. Mehr zu sonst zu Zcash, siehe den letzten Vortrag, den ich dazu gehalten habe. Genau, zur Performance. Ich habe unter meinem Schreibtisch zwei Dell Workstations stehen. Beide haben 8 Kerne. Auf einen ist ein natives Linux. Auf den anderen ist ein Windows mit einem VirtualBox. Der VirtualBox hat 4 Kerne zugewiesen. Arbeitsspeicher sind so, ich glaube, 20 GB. Festplatte ist HDD auf nativen Linux, SSD auf VM. Je nachdem, wie viele Leute gerade ihren Rechner anhaben, besteht unser ICC-Cluster momentan aus 120 bis 150 Kernen und 20 bis 30 Clients. In der Praxis meistens eher 20 als 30, weil immer irgendjemand gerade nicht da ist, Urlaub hat, krank ist und der Meinung war, am Tag vor seinen Rechner abschalten zu müssen. Die Leute, die das Cluster aufgesetzt haben, haben eigentlich extra reingeschrieben, dass man das bitte nicht tun sollte, außer man möchte mal irgendwie Updates installieren und muss dann neu booten. Genau. Wir haben ein recht großes Projekt, dafür haben wir, gibt es eine hauseigene Entwicklung mit einem Build-Tool. Wie gesagt, die Plattform ist x86 für Simulationszwecke, ARM64 für die eigentliche Software und hier ist mal das, was so rauskommt. Der blaue Balken ist die Dauer in Minuten auf der VirtualBox, der orangene das gleiche für das native Linux. Das hier ist einfach nur weder Zcash noch ICC, sondern einfach nur Make-J4 bzw. Make-J8, unser Projekt, einmal durchgebaut mit dem Build-Tool. Das Build-Tool ruft allerdings selbst dann wieder Make auf. Daher zu erklären, woher die Make-J4 kommen. Das Build-Tool hat auch selber mittlerweile Parallelisierung. Das hatte es nicht immer. Und es hat einen gewissen Overhead, was sich an diversen Stellen merkt. Jedenfalls der Punkt ist, mit auf der VM habe ich damit, dauert der Spaß mir 153 Minuten, also fast 2 Stunden, auf dem nativen Linux 78 Minuten. Okay, wenn ich dann ICC nehme, noch ohne Zcash und ihm sage, bitte starte bis zu 100 Make-Jobs gleichzeitig, ist das immerhin bei der VM von 2 Stunden auf knapp über 1 Stunde runtergedampft und auf meinen nativen Linux auf 25 Minuten. Wenn ich Zcash dazu nehme, aber der Zcash noch leer ist, braucht er fürs initiale Befüllen 70 Minuten unterm der VM. 25 wieder so um die roundabout 25 Minuten auf dem nativen Linux. Wenn ich danach das nochmal wiederhole, also alles aus dem Zcash nehme, braucht er auf der VM 39 Minuten, auf dem nativen Linux 10. Wenn ich die ihm sage, dass er nicht die Make-Jobs, nicht 100 Jobs starten soll, sondern nur 4 Jobs, weil er das meiste ja eigentlich eh nicht nach Ice Clean packt, wenn er das aus dem Zcash nehmen kann, führt das dazu, dass auf den nativen Linux sich das nicht groß bemerkbar macht. Ich hatte hier, glaube ich, 8, aber es kann sein, dass es auch 10 waren, also es ist irgendwie die gleiche Menge. Auf der VirtualBox macht sich das mit 49 Minuten deutlich bemerkbar.
mein Fazit daraus ist, also ich habe noch ein paar andere Testläufe gemacht mit so im Wesentlichen gleicher Größenordnung. Meine Schlussfolgerung daraus ist, also was Shoragan gesagt hat, dass sie bei Bingotronics nicht den Eindruck, also dass ihre Benchmarks gezeigt haben, dass es nichts bringt, das mit Seacache zu kombinieren, kann ich so nicht bestätigen. Es muss aber nichts heißen, es kann auch einfach dran liegen, dass unser Build-Tool irgendwie komische Dinge tut, also viel Performance durch Overhead verschleudert. Es kann durchaus sein, während Shoragan meinte, dass sie eigentlich alles Mögliche mit Make- und Job-Server machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dort das dann anders ausschaut. Genau, als Vergleich nochmal, um zu illustrieren, was ich mit Overhead durch Bild mache. Das hier ist nur auf der VirtualBox. Ich habe einmal einen Linux-Kernel genommen, ihm gesagt, dass er all-just-config, also das führt für Leute, die noch nie einen Kernel sich selbst gebaut haben, dazu, dass der Linux-Kernel alle möglichen Features einkompiliert, nach Möglichkeit auf fest, falls das nicht vorgesehen ist als Kernel-Modul. Dafür hat meine virtuelle Maschine mit Make-Job 4 irgendwas um die 75 Minuten gebraucht. Für ein initiales ICC mit C-Cache irgendwo um die 25 Minuten. Und bei der Wiederholung, also wo er alles aus dem Cache sich genommen hat, irgendwas unter 10. Was, wenn man das jetzt mit den vorherigen Zahlen vergleicht, von wegen dem Unterschied zwischen dem nativen Linux und der VirtualBox, ist das für mich ein recht klarer Indikator, dass da bei unserem Build-Tool noch Optimierungspotenzial besteht. Also ich glaube, dass wir dadurch einfach an der Stelle viel Performance verschenken. Siehst so skeptisch aus. Wenn du sagst, du hast es dann einfach nochmal kompiliert, okay, dann holt er sich alles aus dem Cache. Genau, weil der Cache macht Folgendes. Der Cache guckt, okay, kenne ich das schon? Falls ja. Wie hat ein Cache so funktioniert? Ja. Wenn nicht, schiebe ich es in den. Was passiert, wenn du jetzt irgendwie eine Datei anfasst? Also, ich nehme an, dass das Show in seinen Benchmarks nicht meinte, okay, wenn wir es direkt nochmal probieren und der Cache natürlich 100% Hits hat, dass es dann nicht schneller ist. Das wird auch bei denen schneller sein. Aber es ist ja eher interessant, wenn man jetzt eine Datei. Ich verstehe, was du meinst. Der Punkt ist ja, unser Build-Tool hat einerseits nimmt es sich selber Bild-Artefakte. Das funktioniert mittlerweile auch erstaunlich gut. Erstaunlich gut deshalb, weil es nicht immer der Fall war. Das Zweite ist, wenn der Punkt ist, aber manchmal sorgt, hat unser Bildtool ist trotzdem der Meinung, irgendetwas, wo es eigentlich keine Änderung gegeben hat, dann trotzdem neu bauen zu müssen. Da werden die Sachen dann trotzdem aus dem Cache genommen, weil der C-Cache hat ja mit unserem Bildtool nichts zu tun. Und mein Eindruck ist, der Punkt ist, ich habe es tatsächlich nicht gemessen, weil ich keinen Plan hatte, wie ich da irgendwie ein sinnvolles Szenario konstruieren konnte. Also funktionieren konnte. Aber mein Eindruck war, dass es auch dann noch der C-Cache hilft, weil, keine Ahnung, ich glaube, die beiden Module bei uns, die immer so gefühlt alleine für sich 20 Minuten brauchen, sind halt dadurch trotzdem auf 5 Minuten okay, runter. Das ja. Ja gut, dann hängst du ja stark von der Codebase ab, ne? Von der Codebasis, ob du viel autogenerierten Code hast, das ist bei uns ein Issue. So Zeug halt. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr irgendwie mit Leuten in der Gruppe öfter mal mit C++ rumhackt oder C, benutzt das. Das macht schon Laune.